Daniel Batz. Ja, Daniel Batz ist da. Eine Derby-Niederlage tut natürlich immer besonders weh. Wie fanden Sie das Auftreten Ihrer Mannschaft heute? Ein Kommentar. Haben Sie das Gefühl gehabt, die Mannschaft hat möglicherweise diese Derby-Atmosphäre nicht nutzen können, so wie es der Trainer gefordert hat, um ja auch das Momentum zu erzeugen? Kein Kommentar. Und ich glaube, viele Kommentare werden wir von Ihnen nicht bekommen, aber was steht jetzt in der kommenden Woche an? Es ist schon wieder ein Landespokal unter der Woche. Gibt es überhaupt Zeit, jetzt groß nachzudenken? Oder? Das kann ich nicht beantworten. Oh, dann danke ich Ihnen für die kurzen und offenen Worte. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.